Okay, Leute, wir fangen jetzt mal anders an als geplant. Ich hätte die Kamera, also ich hätte gleich alles mitnehmen müssen heute. Eigentlich wollte ich ja ordentlich richtig anfangen. Er hat ein Restaurant, dann wollte ich zu seinem Restaurant gehen und ihm mal richtig zeigen. Jetzt gehen es aber alle so schnell und wir fahren jetzt schon angeln. Habe ich auch mitgedacht. So, und ja. Oh, Leute, das ist der größte Fluss von Thailand. Und irgendwie sind hier 1000 oder 2000 Fischarten drin. Ich kann one day fishing. Please. Hier angeln wir jetzt. Vielleicht kann sich schon einer denken, worum es geht. So, wisst ihr Bescheid, Leute? Es geht wieder los. Indoor Prawning. Es gibt über 300 von diesen Orten nur in Bangkok. Das ist so hart. Missed it. Es ist so spannend, Leute. Man muss echt genau aufpassen, wie man es macht. Man muss warten, den richtigen Moment für einen Anschlag. Und dann hoffen, dass alles gut geht. Es ist so spannend. Ich kann leider nicht alles filmen, weil hier findet nämlich Glücksspiel statt, was verboten ist. Und ich muss jetzt aufpassen, wen und was ich hier. Also ich kann die Leute hier alle filmen, aber nicht den Typen da vorne an der Tafel, der mal so rumschreit. Okay, der Boss hat einen. Gone. Gone. Das ist so spannend, Leute. Ich drehe total durch. Das ist so geil. Das ist so geil, hier ist so eine grüne scharfe Soße. Die schmeckt. Guten Morgen, Leute, fangen wir mal an, würde ich sagen. Bis jetzt war das ja mit dem Film eher so ein bisschen chaotisch, hatte auch kein Mikrofon dabei und nix. Und aber es ging alles so schnell los. Ich glaube, ich habe noch nie so viel erlebt am ersten Tag, wenn ich irgendwo hingefahren bin. So, alles klar. Also willkommen hier im 100. Stock in Bangkok. Den Typen, mit dem wir angeln gehen, den habt ihr ja schon kurz gesehen. Habe ich ihn schon vorgestellt? Ich glaube ja. Richtig geiler Typ. Der wird jetzt gleich hier sein mit seinem Boot. Hat alles vorbereitet, sogar meine Angel schon. Wahrscheinlich ist schon ein Köder dran. Freue ich mich. Wird ein richtig geiler Tag, bin ich mir sicher. Und es wird heiß, also 40 Grad sind angesagt für heute, auch in den nächsten Tagen. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich werde leiden. Nicht so schlimm. So, jetzt hier mein kleines Apartment. Sieht wieder ein bisschen wild aus. Dann würde ich sagen, wollen wir mal loslegen, dass wir den Herren nicht verärgern am ersten Tag schon. So, also ihr habt ja gemerkt, dass ich von dem Typen absolut begeistert bin. Der ist so hart, der kennt jeden in dieser Snakehead-Welt und auch in der
Swimbait-Welt. Ein richtiger Freak. Da habe ich echt einen super Typen gefunden. Freue ich mich mega. Und genau, ich denke, wir fangen sicher was. Also wenn ich mit einem hier was fange, dann mit dem. Da bin ich mir wirklich ganz sicher. So, und da ist er schon. Ich dachte erst, es wäre ein Polizeiauto, aber es ist doch nur sein Anglerauto. Ich kenne das Auto ja schon, aber ich bin noch ein bisschen müde. Good morning, Ox. Morning, 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 morning. Alter, da angeln wir. Habt ihr das gesehen? Und da unten geht auch der Kanal lang. Er ist so geil. Er sagt, don't worry, alles wird gut. Er ist so ein entspannter Typ. Und er ist auch lustig. Und er ist auch ein, vor allem ein richtig krasser Künstler. Und er, die verkaufen auch T-Shirts und so. Muss ich auch mal zeigen. Den Shop kann man ja mal verlinken. Der hat mich, also wie er mich unterstützt, muss ich ihn auf jeden Fall auch unterstützen. Und wir kennen auch schon ein paar gemeinsame Leute. Und er hat auch Leute, Freunde in Deutschland. Das ist so genial, dass ich diesen Typen getroffen habe. Ich bin mega happy und ich glaube, die sind gleich schon da, oder was? Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. Oh, richtige Gangster. Oh, guck mal, der hält die Hand hoch, der winkt. Das glaube ich nicht, das sind ja richtige Gangster. Gangster Monkey. Aber wirklich Gangster Monkeys. Die haben mich angeguckt von wegen so, ey Junge, halt mal deine Kamera nicht so weit raus, sonst ist es unsere. Richtig krasse Typen. So, da sind wir. Ein bisschen was zu trinken kaufen. Und dann geht's los. Der Boatman ist schon da. Heißt hier Boatman. Keine Ahnung, nicht Guide. Und das ist unser Boot, Leute. Wie geil ist das denn? Wie geil. Wie mega. Very nice. Nice Boat, ne? Lovely. So, Leute, hier ist der Typ. Okay, so. Das Auto habe ich schon mal gezeigt, glaube ich, ne? So, gut, alles klar. Also es wird jedenfalls so crazy. Und zwar werden wir heute, also er meinte nur skippen. So, heute nichts anderes, nur skippen den ganzen Tag. Ich sage, okay, wir haben doch alle schon mal den ganzen Tag nur geskippt. Nicht. Das wird so lustig. So, hier ist schon Wasser. So, also es wird auf jeden Fall, ich bin mit dem besten Lehrmeister in dem besten Boatman, habt ihr noch nicht gesehen, aber ist auch ein cooler Typ. Kleines Boot auch für drei Leute. Echt ein kleines Boot. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich bin echt, ey. Das wird jetzt mal richtig hardcore an. Voll geil. Ja. Kein Problem. Helfen wir doch gerne. Okay. Okay. Hey, alles klar, Leute. Ach, kein Problem, wir haben da alle schon mal gefilmt und ein Boot getragen gleichzeitig. Okay. Hey. Thank you. Good morning, boss. Morning. Morning. Morning, 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 morning. Hello, morning. Okay. So. So, Leute, los geht's. Ich bin so begeistert. Sieht so nett aus. Richtig Bock zu angeln auch heute. Herrlich. Das ist ein geiler Spot. So, alles klar. Ich habe mich jetzt aus meinem Langarm-Shirt rausgequält und habe mein Camo-Tackle-Cappy gegen einen Strohhut getauscht. Ihr kennt ihn noch aus Malaysia. Mag ihn inzwischen richtig gerne. Wahrscheinlich mache ich das jetzt nur noch mit Strohhut. So, und ich freue mich. Es wird geil. Habe ich schon mal gesagt? Ja, habe ich schon mal gesagt. Apropos, die heutige Folge wird präsentiert von Camo-Tackle aus Hamburg. Die Jungs haben den krassesten Online-Shop, besten Köder aus Japan und USA unter einem Dach. Checkt's mal ab. Camo-Tackle. Starke Empfehlung meinerseits. So, wahrscheinlich nutze ich auch heute Köder von den Jungs. Ziemlich sicher. Zeige ich euch dann später. So, los geht's. Wow, Turtle Jump Rock. Ja, yeah, Turtle Jump Rock. So nice. Also das ist der Erfinder, den ihr hier seht, vom Turtle Jump Rock. Turtle Jump Dao. Wow, so cool. Oh my God, so nice. For you. No. Really? Yeah. มันต้องบอกเค้าว่ามันจะมีตัวแข็งกับตัวนิ่มตัวแข็งมันจะสกิปยากหน่อยมันต้องเป็นพวกสกุลแข็งแต่ตัวนี้มันจะนิ่มมันจะตีง่าย Thank you so much ขอบคุณครับ Hard one and the top way มันยังดับเลยโอเคต้องทําไปอย่างนี้ก่อนเลย
Okay, los geht's. Schwimmweste habe ich auch schon um. Safety first. Es ist so spannend, das ist ganz schön wackelig hier auf dem Boot, muss ich sagen. Aber so geil, ich freue mich mega. So, er meinte aufpassen. Ich glaube mal, es müsste hinhauen, sonst hätte man schon einen Dong gehört. Das ist das geil. Hier sind überall Fische, die hier hochkommen. Wahrscheinlich irgendwelche Welse. Das ist so geil, Mann. Ich bin so heiß. Ja, ja, es wird so schön. Wasser sieht gut aus, sagt er. Wunderbares Wasser, herrlich. Finde, sieht auch gut aus. Flüssig vor allen Dingen. Alter, wo sind wir hier? Jewo, okay. Alter, da ist ein Affe. Der wickt, der onaniert. Habe ich da eben wirklich einen onanierenden Affen gesehen? Oder hat er sich nur am Bauch gekratzt? Ich weiß es nicht. Lizards, so ein riesen Lizard, so halbe Krokodile. Und guckt euch mal an, wie schön es hier ist. Guckt euch das mal an. So, und einmal ab und zu springen die vom Baum runter, dann kriegt man immer so einen Schock, wenn die reinspringen, weil die wiegen einfach mal 10 Kilo. Wow. Okay, also er will mich gleich filmen, direkt am Anfang. Meine ersten Würfe jetzt hier beim Skippen. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Die Rolle hat er eingestellt, also jetzt dann fast schon ein bisschen peinlich, aber gut. Wir sind ja nur im Land der Super Skipper und Pitcher. Alles klar, fangen wir an. Okay, passt. Also einmal 10 mal hinschmeißen, die 10 große. Cool. Ich habe so eine Angst, weil wenn der Biss kommt, muss ich mich ja voll darauf konzentrieren, anzuschlagen. The same spot. Okay, alles klar. People will laugh so hard about me. Das ganze Leben. Ich wusste es. Das war mir so klar. Aber ich muss dazu sagen, wir haben zu viel Schnur rausgemacht. Deswegen klappt es. Er meinte, es ist eh zu viel Schnur. Good. Good. Ja. Yeah. One met. Okay. So, er meint also, ich lerne doch schnell, aber wir müssen Schnur runternehmen. Er meint, da ist einfach zu viel Schnur drauf. Alles klar. Aber er sagt, das kriegen wir hin. Also er glaubt, ich fange heute ein. Ich glaube es ganz ehrlich gesagt noch nicht. Aber wir werden es ja sehen. So, und hier hatte er letztens seinen großen. Sein Giant Snakehead. Und ich muss aber jetzt noch mal kurz neu binden. Dann angeln wir hier gleich. So. Hade. An der. On your left. Again. Is there under the wood? Not too fast.
Okay, again. Good. I need 1 more meter. 1 meter more. Look. Deep. Yeah, easy. Slowly. Okay. No. On your left only. This spot only. Good. Slowly. You can try this on this spot, okay. This corner and this that corner. I need a little bit deeper. Yeah. Good. More deeper. In the front of you. Again, please. Again and again. Good. Wow. Again. The same spot. So, hier sind so viele Catfish. Hier kommt, jetzt sind sie alle weg wieder. Hier sind so viele Welse, die hier hochkommen und richtig schöne dicke. Ja, also es ist wirklich mega kompliziert. Und zwar muss man immer darauf gefasst sein, auf den härtesten Biss seines Lebens. Und dann richtig doll anzuschlagen. Da muss man genau die richtige Führung im Kopf haben. Wie schnell. Und halt gut werfen. Und immer wenn die Kamera an ist, dann werfe ich total beschissen. So, jetzt gibt es erstmal einen kleinen Energy. Einen kleinen Red Bull Energy Drink. Der gibt es hier in allen möglichen Formen. Schmeckt so ein bisschen wie Hustensaft mit Kerosin. Und genau, ich trinke normalerweise keine Softdrinks und auch keine Energydrinks, aber ich glaube, jetzt gebe ich mir mal so einen. Ich hatte noch keinen Biss, aber ich werde richtig gut, sagt er. Ich werde richtig gut und ich muss auch sagen, ich habe es jetzt auch drauf. Also, sagen wir mal, 5 von 10 Mal kommen sie da an, wo sie ankommen sollen. Wir schaffen das heute. Wir schaffen das. Ich bin so heiß. Wir schaffen das. No. 1 meter. Okay. Good. อันนี้ซุ้มแก้แห้วเนี่ยพี่ให้มันตีไม่เข้าไงน้ำแม่งก็โคตรแรงเลยแบ็คแฮนด์เยอะเซมสปอตkompliziert, weil man, wie gesagt, immer darauf achten muss oder bereit sein muss dafür, dass einem so ein riesen Ding da jetzt drauf steuert. Again and again. ย้ำต่อไปเรื่อยA little bit left, you can see really deep hole. Okay. Yeah. All right. Oh no, a little bit light. Ah, okay. No problem. Really deep hole. Yeah, good. Suck down. Good.Again. Good. น้ำแรงมากๆมันไม่ค่อยสวนน้ำออกมากัน Light. Good. Perfect casting.
The same spot, same spot, same spot. Man, it's angry, man. Good. Boom. Good. So, also er meinte jetzt, der Guide meinte sogar, lass mich mal kurz gucken, warum die nicht beißen, weil ich habe echt ein paar richtig gute Würfe, also genauso wie ich sie machen sollte. Und er meinte, es ist komisch, weil ich habe ihnen oft echt ein paar Mal genau aufs Dach geworfen und haben sich auch, kam auch hinterher, aber sind nicht so richtig aggressiv. Er weiß nicht, woran es liegt. Aber wir schaffen das. Ich kriege auf jeden Fall hier, also wahrscheinlich heute vielleicht sogar schon ein Snakehead. Und ich fange auch noch ein paar mehr hier in Thailand. Ich habe so Bock. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wenn die Kameras nicht immer ausfallen würden. Ja, mit den Kameras, das ist wirklich ein Problem. Also die GoPro ging jetzt wieder aus eben, nach kurzer Zeit. Wegen der Hitze, das Handy habe ich jetzt immer abgedeckt. Aber ja, ist einfach schwierig im Film. Aber gut, so ist es. Da müssen wir jetzt durch. Und ich will ja auch so einen Fisch fangen. Ist mir auch wichtig, dann halt ohne Live-Biss. Pech gehabt. Okay, also hier ist allen heiß gerade. Die Boote sind so geil. Das ist auch der andere Angler von heute Morgen. Ja, ich hatte jetzt einen Biss. Ja, ich hatte jetzt den ersten Biss, Doppelbiss. Und ich habe zu früh angeschlagen. Es war, kam mir, es ist wirklich, man muss sich so zusammenreißen und so krass dabei sein mit den Gedanken. So, guck dir mal meine Beine an. No, GoPro is not working. Ja, GoPro kann man vergessen heute. Aber egal, ihr glaubt es mir ja sicher auch so, dass ich einen Biss hatte. War auch jetzt nicht so doll, aber er meinte, es waren 3-4 Kilo Fisch. Also ich wäre mega happy gewesen. Okay Leute, hier ist ein Riesenlizard. Der ist jetzt mal richtig groß. Hier sind überall die Welse. Das ist echt schwer. Es ist so schwer. Und ich sage es nochmal: Selbst wenn ich jetzt einen Biss kriege, muss ich ja so schnell umschalten. Man muss ja kurz warten, dass der Fisch sich dreht. Kurz abzählen, wie beim Fliegenfischen. Darf nicht sofort draufhauen. Bei mir war eben ein Doppelbiss, der hat erst irgendwie verfehlt, ist dann nochmal rauf. Und dann war ich so aufgeregt und habe ich zu schnell angeschlagen. Nicht so schlimm. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Gut. Oh. ตรงเนี้ยถ้าช่องเนี้ยเลขซุ้ม5ดาวถ้าได้กลับทีนี้ที่ไม่8ขึ้นนะไม่มีเล็กตรงเนี้ย Very good Light a little bitNo, a little bit. You see in the middle. Yeah. Very deep in the middle. Good. Good, good. Left a little bit. Good.So viel Welse, die sind alle von diesem Kloster, so ein Kloster halt. Wie sagt man denn? Buddha-Tempel. Mann. Und man darf die hier nicht, also sie sind hier heilig, werden hier gefüttert. Und immer wenn ich das filmen will, kommen sie, sind sie weg. Die sind so schön, teilweise so eine fetten Dinger auch dabei. Aber gut, man kann es nicht sehen. Leute, ich sterbe hier. Die Hitze ist wie immer so psycho. Das ist trotzdem so geil auch.ยังไม่โดนปลากัดทั้งตัวเลย
ได้แต่ก่อนตีกัดบ่อยกัดบ่อยมันเขามาเอาไงมาวางเบ็ดตอนคืนมันก็เลยหายเกือบหมดเลยไม่ค่อยมีตัวGood. ไม่กล้าไปข้างหน้าแล้วค่อยไหนแหลมไปหน่อยนึงเลยแล้วเราค่อยเผ็ดคนแม่งเยอะโอ้ไม่ชีก็อยู่เยอะSind die Fische? Manche sind richtig groß und kommen hier dann richtig am Boot hoch, so ganz laut. Ich kriege jedes Mal einen Herzschlag. So. Diese kleine Tarpone.Da hinten ist der Tempel, da ist jetzt heilige Zone, dürfen wir nicht angeln. Jetzt gehen wir erstmal was essen im Restaurant. Richtiges Local Restaurant. Richtig nice. Ich bin begeistert. Ich bin absolut begeistert. Ist das geil hier, ey. Ist ja der Hammer. Okay. Wow. Nice.Alter, nicey, nicey, I like it. Das ist vor allen Dingen schön schattig und so schön kühl. Also er meinte, der Fisch ist groß und der beißt heute noch, der bleibt auch da. Dann werde ich mir doch die GoPro anschneiden, wenn wir an den Platz ankommen und dann hoffentlich kriege ich diesen Fisch. Es wäre schon schön, heute einen Fisch zu fangen. Wow. Okay Leute, jetzt geht's los. Ich freue mich, das ist immer der schönste Moment des Tages. Das ist immer das Geilste. Meine Soßen. Und heute haben wir irgendwie, ich denke mal, es könnte Schwein sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber es sieht sehr gut aus und ich hau rein. Alles klar. Guten Appetit, Leute. So, während hier die Welse komplett durchdrehen, essen wir jetzt. Jetzt kam noch eben so eine Suppe hier. Das sieht auch sehr geil aus.Das ist Fischsoße mit Chili, die liebe ich auch. Richtig geil. Und das ist wahrscheinlich... What's that? Sriracha? Ja. Oh, Chili Sauce. Orange? Ah, no, Chili Sauce. Okay. Oh, er haut richtig rüber. Good one. Slowly, man. Good one. Drag him up. Be careful when up. Good one. Easy. Over here. Careful. Take it easy, bro. Yeah, I got it. Easy, slow down, good. That's a big one, man. That's a big one. Wait a little bit. Wait for the net a little bit. Okay, drag to your left.
Yes! Whoa! You can leave it inside if you want. Thank you so much. You want to leave it in the water maybe? No. It's okay. It's okay. Okay. It's okay. It's okay. 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 Alles klar, Leute. Das ist mein größter Snakehead in meinem Leben. Definitiv. Hundertprozentig mein größter Fisch. Das sehe ich sofort. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so happy. Da liegt er. Und er meint, die halten das aus. Das ist kein Problem, wenn er jetzt mal in der Luft ist. Die können wohl lange. Wow. Yes, Mann. Ja. 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 Wie geil, Mann. Yes. Ich drehe durch. Ja. Was ein geiler Fisch. Der hat locker über 4 Kilo. Er meinte 4,5. Ein Monster. Ja. Wir können make this. Ja. Oh, be careful. It was at this moment that he knew. He fucked up. Und die sind so süß. Guck gleich das mal an, wie er läuft. Nein. Oh Gottchen. It's a young one, ne? Young one. Oh Gott, so niedlich. Sehr süß. Do you want bring it home? Yes, please. No way. Come, buddy. Yeah. It's not fairly. Alter. Alter, was ist denn das für ein Gangster? Alter. Okay, wir sind jetzt wieder an dem Spot von vorhin. Hier waren auch Fische drin in diesem Loch. Aber mal gucken, ob es jetzt klappt. Gib mir mehr Leute. Sehr gut lauer. Genauso macht man es nämlich nicht. Ich habe jetzt nämlich rechts geworfen. Okay. Das ist so spannend. Das ist so wild. Ich kann es gar nicht sagen. Komm her los. Das ist so crazy. Kann man nur sagen, wenn man die Uni, ne? Hat er jetzt nur geklappt? Ist er das? Ja. Ich habe gesehen, wie hier hat er das Bild. Wir haben uns zwar nicht so richtig eingespielt mit dem Film und gefilmt werden, aber wir arbeiten dran. Ist ja auch völlig egal. Hat ja auch keiner gesagt, dass er auch noch ein Kameramann ist. Und ne, der Wille zählt, Leute. Ihr merkt es. Ich gebe alles für. Ich gebe alles für euch. Ich mache alles mit für euch. Ja, ihr schafft alles. Ich hatte nämlich vorhin hier schon einen Biss in dem Ding runter. Jetzt bin ich komplett hinten. Ich habe keine nix. Ich sehe nix. So spannend. Ich bin jetzt da hinten drin. Ich sehe nix. Wir sind wieder an unserem alten Platz. Okay. Der Fisch kommt hier. Okay, go. Okay. Left a little bit. Left, yeah. Good. Inside. Good. Slowly. Shit. Again. Say hi? Yeah. Again. Good. Slowly a little bit. Okay. Und ich merke es gar nicht. Boah, was ist denn das für ein Riesenteil? Bin ich nicht drin? Das ist ja riesig. Das ist ein Krokodil, Mann. Das ist ein Krokodil, Alter. It's so big.
Bamboo, bamboo. Good. Hurry up, hurry up, hurry up. Keep. Yeah. Good. Again, again, again. One more. This area. Yeah, lizard, lizard. No, no, left, left, left. Okay. Wow, we missed this now. Okay. Ich sagen. Mit seiner Rolle zum Beispiel, er hat eine, die ist extrem gut geeignet zum Skippen, weil die bricht dann nochmal ab. Man kann dann überall gegenschmeißen mit. Mit dem Ding hier nicht so. Das ist eher für Weitwerfen gemacht. Weil beim nächsten Mal werdet ihr sehen, da werde ich auch irgendwie punkten dann. Das ist richtig gute Absicht. Okay, Gentlemen, thank you very much for that nice day. Thank you, Chai. Thank you, Ox. Yep. Was so nice. Ehrlich, Leute, bin begeistert über diese netten Menschen. Die sind so cool. Die sind so mega geil drauf. Leute, nicht vergessen, die heutige Folge wurde präsentiert von Camutekel. Auch wenn ich heute nicht einen Köder von Camutekel am Haken hatte. Was aber auch nicht so schlimm ist. Denn die Dinger fangen ja eh. Und ich muss mich ja hier nach den Einheimischen richten. Wenn er sagt, nimm das Ding, dann mache ich das natürlich auch. Weil leider meine Frösche sind nicht ideal zum Skippen. Und er meinte auch, jetzt gerade laufen nicht so richtig. So, stopp, das stimmt nicht ganz. Und zwar, also das sind die Köder hier, die heißen Happy Frog. Kosten 3 Stück 4 Euro. Sehen richtig bescheuert, also richtig doof aus, aber steckt richtig Gehirnschmalz dahinter. Die sind absolut genial, die Teile sogar. Also wenn ihr mal da seid, müsst ihr euch die mal holen. Aber ihr seht, hier ist ein Haken dabei. Und da schrillen bei mir natürlich sofort die Alarmglocken, weil ich habe natürlich keine Ahnung, was das für ein Haken ist. Und ich fahre natürlich auch keine 8000 Kilometer, um dann einen Fisch zu verlieren, wegen eines aufgebogenen oder aufgebrochenen Hakens. Das heißt, diesen Haken würde ich auf gar keinen Fall nehmen. Übrigens habe ich auch, also ich habe Snakeheads verloren. Einen davon, ja, ich möchte am liebsten nicht dran denken. Aber keiner von denen wegen meines Hakens. Warum? Hier sind sie. Eine Sekunde. Ich könnte jetzt schon fast einen Angelladen aufmachen. So viele habe ich von denen. So, das sind meine Haken von Decoy. Und da bin ich nicht allein, der auf die schwört. Maxi zum Beispiel benutzt die auch. Und wie alles von Decoy, 8-0er, richtig brutal. 10-0er. Gibt auch Weighted Offsets. Und hier habe ich die Snaps ebenfalls. Also wie alles von Decoy, absolute Top-Qualität aus Japan. Guckt euch an, den Link zum Shop, also zu Camutekel, den gibt es unten. Da findet ihr auch die Produkte von Decoy. Genau, da seht ihr mal, wie ich dann so durch die Gegend fahre. So, die gibt es sicher auch in Thailand, aber hier zum Beispiel auch, da ich, das ist, glaube ich, Salzwasser, ein Salzwasser-Offset-Haken. Also, wie gesagt, schaut es euch an, der Haken ist das wichtigste Teil, zusammen mit der Schnur, da darf nichts schief gehen. Alles Klärchen, das war's, Deckelcheck für diesmal. Viel Spaß, zurück im Video. Zurück zum Video. Wir sind jetzt echt in Bangkok gerade, also hier war die Grenze, wir sind die Angeln jetzt gerade mitten in Bangkok. Das ist so psycho. Genau, noch eine andere Sache in eigener Sache. Unsere Better Fishing Boxen kennt ihr. Wir haben jetzt einen Adventskalender, den könnt ihr vorbestellen. Das ist der krasseste Adventskalender von allen. Also wirklich nur mit Hightech vollgepackt. Zieht ihn euch mal rein bei uns im Shop, betterfishing.de. Da haben wir auch noch einige andere Sachen. Wir haben die Thunderbox, wir haben die Hechtbox. Das sind einmalige Boxen. Die gibt es auch nicht im Abo oder so. Die gibt es nur einmalig und sonst nie wieder. Von uns persönlich, also Maxi, Yoshi, Victor und mir, für euch zusammengestellt. Guckt sie euch an, alle Boxen, die wir haben. Wenn ihr jemandem Gefallen tun wollt oder euch selber irgendwie glücklich machen wollt, ich würde mich freuen. Dadurch unterstützt ihr auch meinen Kanal und habt gute Köder. Und spart natürlich noch einen Haufen Geld. Also Leute, abchecken, betterfishing.de. Und für alle anderen Kunstköder, Camutekel, abchecken. So, jetzt reicht's, Leute. Noch ein paar Impressionen von der Rückfahrt. Dann gehe ich nach Hause, erstmal duschen und brauche meine Klimaanlage. Und dann brauche ich morgen erstmal von Snakeheads nichts mehr wissen. Trotzdem, ich freue mich und ich glaube, ich hoffe, ihr könnt das verstehen, wie sehr ich mich freue. Es war so schwer heute teilweise. Es war wirklich, also ich habe locker 1000 Würfe gemacht, von denen waren vielleicht 100 gut. Am Ende hin wurde ich immer besser. Er meinte auch, meine Rückhand ist auf jeden Fall meine stärkere Hand zum Skippen. Leute, es ist wirklich immer zwischen Theorie und Praxis oder wenn ihr das mal gemacht habt im Freiwasser oder so, okay. Ja, habe ich auch schon öfter. Aber wenn du wirklich diese kleine Lücke treffen musst und wenn du nur einen Ast links oder rechts davon frontal erwischt, dann überspült die Spule
und man muss da wirklich so hart rein und so genau akkurat werfen und dann noch drauf gefasst sein, dass denen ein Fisch raufknallt wie eine Handgranate und da musst du noch einfach mal auch noch mal anschlagen, dran zu denken, kurz zu warten, 21, 22, bumm. Dann das wackelige Boot, es waren wirklich erschwerte Bedingungen hier bei 40 Grad, aber trotzdem, ich bin glücklich. Leute, vielen, vielen Dank, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Angelecke Boss, ich mache jetzt diese Folge, glaube ich, hier Schluss gleich. So, es reicht. Beauty, Beauty.